Welchen Kuchen mag mein Freund? Apfelkuchen. Nein. Obstkuchen. Nein. Schokoladenkuchen? Nein. Was für ein Kuchen ist es denn? Hundekuchen. Hä? Seht mal, das ist mein Freund. Aha, dein Freund ist ein Hund. Herr Ober, bitte eine Suppe. Möchten Sie Kartoffelsuppe, Bohnensuppe, Tomatensuppe, Gemüsesuppe, Nudelsuppe, Reissuppe? Ich möchte eine Suppe. Eine ganz normale Suppe. Möchten Sie Kartoffelsuppe, Bohnensuppe, Tomatensuppe, Gemüsesuppe, Nudelsuppe? Ach, ich nehme einen Salat. Herr Uber, bitte einen Saft. Möchten Sie Apfelsaft, Orangensaft, Tomatensaft, Birnensaft, Obstsaft, Gemüsesaft? Ich möchte einen Saft, einen ganz normalen Saft. Möchten Sie Apfelsaft, Orangensaft, Tomatensaft? Ach. Ich nehme ein Mineralwasser. A. Fuß und Ball. Na. Fußball. B. Ohr und Ring. Na. Ohrring. C. Wurst und Brot. Na. Wurstbrot. Hand und Tasche. Na, Handtasche. Ein Obstkuchen ist ein Kuchen mit Obst. Ein Orangenkuchen ist ein Kuchen mit Orangen. Ein Gemüsegarten ist ein Garten mit Gemüse. Ein Obstgarten ist ein Garten mit Obst. Ein Hundekuchen ist ein Kuchen für Hunde. Ein Dachgarten ist ein Garten auf dem Dach. Der Winter und der Sport. Der Wintersport. Das Wasser und der Sport. Der Wassersport. Die Freizeit. Und der sport der freizeitsport die hallen und der sport der hallensport 2 der sport und der platz der sportplatz der sport und das Fest. Das Sportfest. Der Sport und die Tasche. Die Sporttasche. Der Sport und die Schuhe. Die Sportschuhe. Ich habe so einen Durst. Da drüben ist ein Getränkemarkt. Sieh mal. Säfte im Angebot. Ich nehme eine Flasche Apfelsaft. Und du? Ich habe keinen Durst. Wir könnten wieder einmal neue Gartenmöbel brauchen. Stimmt. Was hältst du denn von dem Gartentisch? Der gefällt mir sehr gut. Und wie findest du die Bank? Die ist zu groß. Aber den Stuhl finde ich gut. Dann nehmen wir doch den Tisch und drei Gartenstühle dazu. Gute Idee. Sieh mal, Lisa, das ist doch etwas für dich. Du hast doch bald deinen ersten Skikurs. Oh ja, das möchte ich sehen. Also, die Skihose gefällt mir gut. Hoffentlich haben Sie meine Größe. Zuerst brauchst du Ski. Und Skischuhe. Entschuldigen Sie bitte? Ja, bitte. Wir interessieren uns für die Ski und die Skischuhe aus dem Angebot. Du bist Anfängerin? Dann sind die Ski genau richtig für dich. Und jetzt die Skischuhe. Die passen perfekt. Gut, die nehmen wir. Die Skimütze gefällt mir gar nicht und die Skibrille auch nicht. Die Skihose passt. Super. Gut, dann gehen wir zur Kasse. Hallo Leute, hier ist wieder Stop Over, euer Programm bei Antenne 3. Und ich bin, wie immer, euer Danny. Na, hat einer von euch in nächster Zeit Geburtstag? Ja? Na dann? Was macht ihr denn so an eurem Geburtstag? Eine Feier? Klar. Aber was für eine Feier? Eine Party mit Freunden? Mit der Familie? Zu Hause? Wie immer? Habt ihr mal Lust auf etwas anderes? Wir haben ein paar Tipps für euch. Fangen wir doch mit der Seefahrt an. Stellt euch vor, ihr fahrt hinaus auf den See und dazu 1, 2, 1, 2, 3, 4, coole Musik. Ihr könnt an Bord tanzen und Spaß haben. Getränke gibt es an der Bordbar. Und zum Essen ist natürlich auch reichlich da. Der zweite Tipp führt uns in die Bavaria Filmstudios. Hier sind berühmte Filme gedreht worden. Ein Tourguide führt euch durch die Studios. Ihr erfahrt viel darüber, wie die Filme entstanden sind, ihr dürft durch die Originalkulissen laufen und ihr könnt eine tolle Actionshow mit fantastischen Stunts sehen. Und nun zu unserem dritten und letzten Tipp. Hattet ihr schon einmal einen Elefanten oder eine Giraffe zu Gast an eurem Geburtstag? Nein? Das geht aber, wenn ihr eure Geburtstagsparty im Zoo macht. Ihr könnt eine Führung durch den Zoo mitmachen und dabei sein, wenn die Tiere ihr fressen bekommen. Und wenn ihr selbst davon Hunger bekommt, könnt ihr ja eine Pizza oder eine Bratwurst am Kiosk essen. So, das waren unsere Tipps für heute. Und allen Geburtstagskindern alles Gute. Euer Danny. Hi Luisa. Hallo David. Du, was ich dich fragen wollte. Was denn? Nächste Woche, Samstag. Ist doch der 18. Richtig. Und? Und da hast du Geburtstag. Richtig. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du eine Idee für meine Geburtstagsparty hast. Na ja, ich weiß ja nicht. Wozu hast du denn Lust? Eine Party zu Hause? Grillparty oder so? Ich weiß nicht. Oder nicht zu Hause? Also weniger Vorbereitung? Weniger Stress? Zum Beispiel ins Kino gehen oder so? Ich habe keine Ahnung. Was möchtest du denn machen? Was macht dir denn Spaß? Tja, auf mich kommt es nicht so an. Ich kann nämlich am 18. sowieso nicht da sein. Wie bitte? Du kannst nicht da sein? Warum denn nicht? Wir fahren wahrscheinlich zu meiner Oma. Oma geht es nicht so gut. Wir wollen sie am Wochenende besuchen. Ach so, du bist ja nicht da. Na ja, dann. Ciao, Luisa. Tut mir leid. Tschüss, David. David, du hast doch bald Geburtstag. Ich weiß. Und möchtest du dieses Jahr keine Party machen? Party? Ach nein, immer das Gleiche. Na ja, du kannst ja etwas anderes machen, zum Beispiel mit deinen Freunden ins Kino gehen. Kino? Nein, im Kino ist es immer so heiß. So heiß? Dann könnt ihr ja ins Schwimmbad gehen. Im Schwimmbad sind wir sowieso jeden Tag. Wie ist es denn mit einem Besuch im Zoo? Ich soll an meinem Geburtstag in den Zoo gehen. Das ist doch für kleine Kinder. Warum geht ihr nicht in die Bavaria Filmstadt? Film und Fernsehen sind doch interessant. Ja, schon. Aber in der Filmstadt muss man immer zuhören. Man kann gar nicht reden. Aha. Warum fahrt ihr nicht an den See? Und, was machen wir dann am See? Ihr könnt doch eine Party auf dem disco mitmachen. Ich gehe nicht gern auf das disco -Schiff. Da werde ich nur seekrank. Was meint denn Luisa? Keine Ahnung. Sie ist an meinem Geburtstag nicht da. Sag mal, kann das sein, dass du keine Lust hast, weil Luisa nicht da ist? Ach, ach, ich weiß nicht. Naja, du kannst ja zum Beispiel mit deinen Freunden Kino gehen. <laughs> Kino ist es immer so heiß. 2. Dann könnt ihr ja <laughs> Schwimmbad gehen. <laughs> Schwimmbad sind wir sowieso jeden Tag. 3. Wie ist es denn mit einem Besuch <laughs> Zoo? Ich soll an meinem Geburtstag <laughs> Zoo gehen? 4. Warum geht ihr nicht <coughs> Bavaria-Filmstadt? Filmstadt muss man immer zuhören. 5. Warum fahrt ihr nicht <coughs> See? Was machen wir dann <coughs> See? 6. Ihr könnt doch eine Party <coughs> disco mitmachen. Ich gehe nicht gern <coughs> disco -Schiff. Schön, dass ihr alle da seid. Also, wir machen eine Überraschungsparty für David. Das heißt, Psst, kein Wort zu David. Richtig. Wir müssen eine Menge vorbereiten. Richtig. Wann machen wir die Party? An Davids Geburtstag natürlich. Also am Samstag. Klar, aber wann? Am Nachmittag. Wir fangen um 4 Uhr an, dann können wir sicher bis 9 Uhr feiern. Gut, einverstanden? Einverstanden. Verstanden. Wo machen wir denn die Party? Naja. Na ja. hm. Ganz einfach. Bei mir. Wir haben einen großen Garten. Luisa, du kennst doch den großen Garten hinter dem Haus. Natürlich kenne ich den Garten. Der ist toll. Eine Gartenparty. Super. Aber was machen wir, wenn es regnet? Dann feiern wir in der Garage. Da haben wir auch genug Platz. Was müssen wir denn vorbereiten? Wir brauchen Tische, Stühle. Vielleicht auch Sonnenschirme. Wenn die Sonne scheint. Ach, sei doch nicht immer so negativ. Wir haben Gartenstühle und einen ziemlich großen runden Tisch. Gut. Und wie sieht es mit Sonnenschirmen aus? Wir haben einen ganz großen Sonnenschirm. Den kann ich mitbringen. Also Kai bringt den Sonnenschirm mit. Dann brauchen wir noch Dekoration, Luftballons und so. Richtig. Wer macht die Dekoration? Ich. Wen sollen wir einladen? Naja, sicher Axel, Maria und Tim aus unserer Klasse. Und Bastian und Sonja aus der 8b. David hat doch auch Bekannte im Tennisclub. Sollen wir vielleicht auch Bekannte aus dem Tennisclub einladen? Da gibt es doch ein Mädchen. Das soll sehr nett sein. David spielt öfter mit dem Mädchen. Dann laden wir sie doch ein. Wie heißt sie denn? Egal, das finden wir schon raus. Und was ist mit den neuen Nachbarn? Da ist ein Junge dabei, mit dem David sich angefreundet hat. Er heißt Florian. Gut, dann laden wir auch Florian ein. Was gibt es denn zum Essen? Pizza vielleicht? Pizza? Ach nein, immer und überall gibt es Pizza. Du hast recht. Was haltet ihr denn von einer Grillparty? Wir haben einen Gartengrill. Das ist doch eine tolle Idee. Und was legen wir auf den Grill? Fleisch oder Fisch? Quatsch. Würstchen, Bratwürste, was weiß ich. Das ist es. Wir machen Bratwurst und Kartoffelsalat. Ich kann Bratwürste besorgen. Wir haben einen sehr guten Supermarkt in der Nähe. Da gibt es große und kleine Bratwürste. Beide sind sehr lecker. Und was wollen wir? Wir wollen die kleinen Bratwürste. Kartoffelsalat kann ich mitbringen. Meine Oma macht den besten Kartoffelsalat der Welt. Okay, alles klar. Pia bringt den Kartoffelsalat mit. Was gibt es denn zum Trinken? Cola? Oder Limo? Ach nein, immer gibt es Cola und Limo. Machen wir doch mal etwas anderes. Zum Beispiel eine kalte Ente. Kalte Ente? Was ist das denn? Also Anna, pass auf. Das ist eine Bohle, ein Getränk aus Zitrone, Orange, Apfelsaft und Mineralwasser. Das schmeckt sehr gut und ist mal etwas anderes. Kalte Ente, komischer Name. Aber ich finde das gut. Ich auch. Ich ja, auch. ich auch. Jetzt brauchen wir noch eine Geburtstagstorte. Oh je. Wer kann denn eine Torte backen? Ich kann einen kalten Hund machen. Einen kalten Hund? Was für ein Tier ist das denn? Ach, Pia. Das ist doch kein Tier, das ist eine Torte. Eine Torte? Ja, eine kalte Torte aus Keksen und Schokolade. Man muss sie nicht backen, und sie schmeckt sehr gut. Toll, machst du dann den kalten Hund? Und jetzt, ganz wichtig, wir brauchen Musik. Stimmt, hat noch jemand einen CD-Player? Ich habe alte CDs von meinem Bruder mit super Musik. Zum Beispiel die erste CD von Tonino. Super, ich liebe Tonino. Sagt mal, David ist doch so musikalisch. Er spielt Saxophon, Keyboard und Gitarre. Und er singt sehr gut. Können wir nicht da etwas machen? Was haltet ihr von Karaoke? Meine Cousine hat eine Karaoke-Anlage, die kann ich bestimmt ausleihen. Karaoke? Das finde ich toll. Was sagt ihr dazu? Super, so klasse. einverstanden. Ja. Hi Leute, heute ist wieder einmal Sonntag. Und? Was habt ihr heute vor? Geht ihr heute noch auf eine Party? Oder macht ihr Sport? Vielleicht ein Fußballspiel oder ein Tennisturnier? Oder habt ihr andere Ideen für eure Freizeit? Spazieren gehen oder ins Kino oder so? Ach, das wisst ihr noch nicht? Das kommt aufs Wetter an. Ja klar. Wer will schon im strömenden Regen Tennis spielen, zumindest nicht draußen? Also, wie wird denn heute das Wetter bei uns? Wer im Süden wohnt, hat Glück. Heute Morgen ist es noch ein bisschen neblig. Das seht ihr ja, wenn ihr zum Fenster hinaus seht. Aber der Nebel geht bald weg. Und dann ist es richtig schön sonnig. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Es ist nur ein bisschen windig. Aber der Wind ist nicht so stark. Am Abend kann es vielleicht ein kleines Gewitter geben, aber nichts Schlimmes. Die im Norden des Landes sind nicht so gut dran. Heute ist da ein Tag zum Fernsehen, zum Zuhausebleiben oder ins Kino gehen. Am Vormittag ist es bewölkt, die Wolken werden dann leider immer dicker, und am Mittag kommt der Regen. Und es regnet kräftig den ganzen Nachmittag. Ein blödes Wetter für einen Sonntagnachmittag. Aber was kann man machen? Ein kleiner Trost, zumindest gibt es hier keinen Schnee. Am Nordpol schneit es. Also seid nicht traurig. Viel Spaß bei jedem Wetter, das wünscht euch euer Wetter, Toni. Sonne. Es ist sonnig. Die Sonne scheint. Regen. Es regnet. Schnee. Es schneit. Wind. Es ist windig. Nebel. Es ist neblig. Wolke. Es ist bewölkt. Gewitter. Es gibt ein Gewitter. Der Schnee, der Regen, der Wind, der Nebel, das Gewitter, die Sonne, die Wolke, die Wolken, es regnet. Es schneit. Es ist sonnig. Es ist windig. Es ist neblig. Es ist bewölkt. Habt ihr gesehen, wie das Wetter am Samstag wird? Wolken und vielleicht sogar Gewitter. Aber auch Sonne. Ja, schon, aber nur wenig. Sei froh. Wenn die Sonne nicht immer scheint, dann ist es nicht so heiß. Wir machen die Party doch im Garten. Was machen wir denn, wenn ein Gewitter kommt? Das ist doch kein Problem. Wir haben doch die große Garage. Da feiern wir weiter, wenn es stark regnet. Wenn du meinst. Hallo, Anna. Hey, hallo, David. Und wie geht's? Es steht so, nur. Was ist denn? Ich habe doch heute Geburtstag. Ach ja! Richtig. Und, na ja, hast du heute Nachmittag vielleicht Zeit? Heute Nachmittag? Nein, tut mir leid. Ich muss zum Hockeytraining. Ich habe gedacht, dass du nicht feierst. Ach so, schade. Hallo Kai. Hey, hallo, David. Und, wie geht's? Es steht so, nur. Was ist denn? Ich hab doch heute Geburtstag. Ach ja, richtig. Und na ja, hast du heute Nachmittag vielleicht Zeit? Heute Nachmittag? Nein, tut mir leid. Ich muss auf meine Schwester aufpassen. Ich habe gedacht, dass du nicht feierst. Schon gut, lass mal. Hallo Pia. Hey, hallo David. Und wie geht's? Es geht so, nur. Was ist denn? Ich habe doch heute Geburtstag. Ach ja, richtig. Und na ja. Hast du heute Nachmittag vielleicht Zeit? Heute Nachmittag? Nein, tut mir leid. Ich muss Mathe üben. Ich habe gedacht, dass du nicht feierst. Na gut. Da kann man nichts machen. Hi Till. Hi David. Sag mal. Was machst du denn heute Nachmittag? Warum? Naja. Ich habe da so ein Problem. Wir schreiben doch nächste Woche eine Klassenarbeit in Mathe. Ja und? Ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich am Wochenende Mathe übe. Und jetzt sitze ich hier und verstehe gar nichts. Keine einzige Aufgabe. Mathe war doch noch nie mein Ding. Kannst du nicht rüberkommen und mir ein wenig helfen? Heute? Jetzt? Ja, wenn es geht. Aber heute ist doch schon gut. Ich komme. Wohin gehst du denn, David? Zu Till. Er hat Probleme mit Mathe. Aber heute ist doch dein Geburtstag. Egal. Du hast noch nicht einmal dein Geschenk aufgemacht. Das mache ich später. Tschüss, Mama. Ach, Junge. Hallo, David. Komm rein. Komm, wir gehen in den Garten. Das Wetter ist ganz schön heute. Psst, er kommt. Hä? Was ist denn hier los? Überraschung! Was ist das denn? Ich habe geglaubt, dass wir... dass wir Mathe lernen? Quatsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute! Alles Gute. Luisa, du? Aber... Aber du bist doch... Bei meiner Oma? Nein. Wir fahren erst nächste Woche. Oma geht es schon besser. Na sowas. Leute, ich habe Hunger. Andi, du hast immer Hunger. Aber ich jetzt auch. Kommt, wir gehen ins Lecker Schmeck. Ihr wisst schon, das neue Fastfood-Restaurant. Julia, kommst du auch mit? Ach nein. Warum denn nicht? Ach, Hannes, ich mag das Essen da nicht so gern. Was? Du magst Hotdogs und Hamburger nicht? Alle essen Hamburger und Hotdogs. Aber ich nicht. Fastfood ist ungesund und macht dick. Und außerdem esse ich nicht gern Fleisch. Es gibt auch Pommes. Pommes frites mag ich gar nicht. Die sind so fett. Aber lecker. Was isst du denn so? Gemüse, Salat. Nur Salat. Das ist doch langweilig. Aber gesund. Nur Salat allein schmeckt doch auch nicht. Natürlich schmeckt ein schöner frischer Salat. Okay. Und was isst du sonst noch? Käse zum Beispiel. Käse? Käse ist so hart. Das mag ich gar nicht. So ein Quatsch. Käse kann hart sein, aber auch weich. Das kommt doch auf die Sorte an. Isst du eigentlich Süßigkeiten? Schokolade zum Beispiel? Eigentlich esse ich wenig Süßes, aber manchmal ein Stück dunkle Schokolade esse ich gern. Dunkle Schokolade? I, die ist doch gar nicht süß. Die ist bitter. Richtig. Ich esse gern bittere Schokolade. Am liebsten noch mit Chili drin, so richtig schön scharf. Scharfer Chili in der Schokolade? Das geht doch gar nicht. Vielleicht schmeckt das ja ganz gut. Das muss ich auch mal probieren. Und was ist jetzt? Wer hat noch Hunger? Ich, ich. ich. Julia, komm doch mit. Wir finden sicher ein Salatblatt für dich. Also gut. Mist, ich habe meine Geldbörse verloren. Ich muss noch einmal zurück. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie vielleicht eine rote Geldbörse gefunden? Eine rote Geldbörse? Mal sehen, was haben wir denn da? Einen kleinen grauen Schlüssel? Gelbe Handschuhe? ein altes Rätselheft eine schwarze Sonnenbrille eine bunte Kette aber keine rote Geldbörse tut mir leid na ja da kann man nichts machen was haben wir denn da einen kleinen Schülerausweis ein altes Handy eine dunkelblaue Schere, hellrote Ohrringe, aber keine rote Geldbörse. Tut mir leid. Was haben wir denn da? Einen bunten Kalender, ein graues Heft, eine rote Tasche, weiße Turnschuhe, aber keine rote Geldbörse. Tut mir leid. Brauchst du Hilfe? Wie bitte? Ich meine, kann ich dir helfen? Ach nein, danke. Mir kann keiner helfen. So schlimm? Was ist denn los? Ach, ich habe meine Geldbörse verloren. Ich kann sie einfach nicht finden und mein ganzes Taschengeld ist drin. Oh je, hast du die Geldbörse hier verloren? Ja, das habe ich gedacht, aber hier hat niemand etwas gefunden. Komm, ich helfe dir suchen. Das bringt sowieso nichts. Aber wenn du meinst... Hey, was ist das denn? Sag mal, welche Farbe hat denn deine Geldbörse? Rot. Warum? Hier, ich habe eine rote Geldbörse gefunden. Das ist ja meine Geldbörse. Wo hast du sie denn gefunden? Da hinten, in der Ecke. Da habe ich doch auch nachgesehen. Na, egal. Auf jeden Fall vielen Dank. Darf ich dich nach dem Schreck auf eine Cola einladen? Was mache ich denn jetzt? Der sieht so komisch aus. Und? Wie ist es mit einer Cola? Eigentlich ist er ja ganz nett. Also gut, aber keine Cola, lieber einen Apfelsaft. Okay, übrigens, ich bin Theo. Julia, und nochmals danke. Viele Kinder möchten ein Haustier. Am liebsten einen Hund. Sie diskutieren mit den Eltern. Aber diese verbieten es. Sie meinen, dass sich nachher niemand mehr für das Tier interessiert. Die Kinder sagen, das passiert nie. Du siehst mich so komisch an. Ich? Nein. Ach komm schon. Gib es doch zu. Du findest meine Tattoos und Piercings komisch. Naja, was heißt komisch? Für mich ist das schon ziemlich ungewöhnlich. Äh, was sagen denn deine Freunde dazu? Die finden das cool. Und deine Eltern? Mit meinen Eltern habe ich lange gesprochen. Sie finden das nicht so toll. Aber wenn ich es unbedingt möchte, haben sie gesagt, dann haben sie nichts dagegen. Sie haben mir aber klargemacht, dass man so ein Tattoo ein Leben lang hat und dass ich dann damit leben muss. Und außerdem muss ich das selber zahlen. Oh, so ein Tattoo ist sicher sehr teuer. Es kommt auf die Größe an. Ein kleines Tattoo ist natürlich billiger als ein großes. Klar. Du findest wohl Körperschmuck nicht so toll. Ich? Doch, doch. Wem es gefällt, warum nicht? Aber für dich kommt so etwas nicht in Frage, oder? Naja, selbst wenn ich ein Tattoo oder Piercing wollte, meine Eltern sind dagegen. Für so etwas geben Sie mir nie die Erlaubnis. Mein Bruder zum Beispiel wollte sich einmal ein Tattoo machen lassen, aber meine Eltern haben es ihm nicht erlaubt. Na ja, zuerst wollte er einen großen Vogel über den ganzen Arm haben, aber dann wollte er nur noch eine kleine Maus auf der Hand, aber sogar das haben ihm meine Eltern verboten. Meine Eltern sind ziemlich streng. Ach so, das heißt, du möchtest gern ein Tattoo oder ein Piercing. Aber du bekommst keine Erlaubnis von deinen Eltern. Ja, nein, ganz so ist es auch nicht. Äh, ich finde so einen Körperschmuck. Vielleicht doch nicht so toll. Hallo, Rosa. Hallo, Julia. Na, wie fühlst du dich? Hä? Ich fühle mich gut. Warum? Ich habe gehört, du hast einen neuen Freund. Einen neuen Freund? Ich? Wer sagt das? Hannes und Andy sagen das. Sie haben dich gestern gesehen und sie erinnern sich genau, dass du dich mit einem Jungen getroffen hast. Na und? Es stimmt doch, oder? Habt ihr euch denn gut unterhalten? Ja, wir haben uns sehr gut unterhalten. Sonst noch was? Hast du dich vielleicht verliebt? Ich verliebt? So ein Quatsch. Aber du freust dich schon, dass du ihn bald wieder siehst, oder? Du nervst. Du musst dich beeilen. Er wartet schon da drüben. Sonst ärgert er sich, wenn du zu spät kommst. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wie fühlst du? Du musst beeilen. Wir haben sehr gut unterhalten. Ich fühle gut. Sonst ärgert er. Habt ihr denn gut unterhalten? Hast du vielleicht verliebt? Sie erinnern, genau. Aber du freust schon. Du, Theo, äh, du hast so ganz besondere Klamotten an. Woher hast du die eigentlich? Meine Klamotten? Die kaufe ich auf dem Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt? Ja klar. Erstens sind die Sachen auf dem Flohmarkt billig. Und zweitens? Und zweitens findet man da ganz originelle Sachen, Kleidung von früher und so. Nicht so modisches Zeug. Du magst also keine modischen Sachen? Nein, überhaupt nicht. Wenn etwas modern ist, haben alle die gleichen Klamotten an. Alle sehen gleich aus. Das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Ach ja. Wenn ich etwas Neues brauche dann gehe ich mit meiner mutter oder meiner schwester in ein kaufhaus und dann kaufen wir einen pullover eine hose oder so wenn mir ein teil gefällt dann nehme ich es egal ob es modern ist oder nicht dann ist dir mode wohl nicht so wichtig na ja das kann man so nicht sagen ich passe schon auf was die anderen anhaben ich möchte nicht so ganz anders gekleidet sein ach ich weiß auch nicht Ah, hier ist der Flohmarkt. Was suchen wir eigentlich? Die verkaufen doch sicher Kleidung. Ich habe gar nicht gewusst, dass du solche Klamotten magst. Na ja, man muss doch mal den Stil ändern. Kann es sein, dass dich dein neuer Freund auf die Idee gebracht hat? Ja, nein, das ist doch egal. Also, ich suche einen Rock. Sieh mal, hier ist ein grüner Rock. Wie findest du ihn denn? Nicht schlecht. Und der Preis? Ach ja, der Preis. Entschuldigung, was kostet der Rock? Der Rock? Der ist preiswert. Nur 3,50 Euro. Das ist wirklich billig. Den nehme ich. Gibt es vielleicht auch Tücher, Jacken und Ohrringe? Also, ich suche einen Rock. Sieh mal, hier ist ein blauer Rock. Wie findest du ihn denn? Nicht schlecht. Und der Preis? Ach ja, der Preis. Entschuldigung, was kostet der Rock? Der Rock? Der ist preiswert. Nur 2,50 Euro. Das ist wirklich billig. Den nehme ich. Also, ich suche ein Tuch. Sieh mal, hier ist ein buntes Tuch. Wie findest du es denn? Nicht schlecht. Und der Preis? Ach ja, der Preis. Entschuldigung, was kostet das Tuch? Das Tuch. Das ist preiswert, nur 1,20 Euro. Das ist wirklich billig, das nehme ich. Also, ich suche eine Jacke. Sieh mal, hier ist eine gelbe Jacke. Wie findest du sie denn? Nicht schlecht. Und der Preis? Ach ja, der Preis. Entschuldigung? Was kostet die Jacke? Die Jacke, die ist preiswert, nur 3,80 Euro. Das ist wirklich billig. Die nehme ich. Also, ich suche Ohrringe. Sieh mal, hier sind rote Ohrringe. Wie findest du sie denn? Nicht schlecht. Und der Preis? Ach ja, der Preis. Entschuldigung, was kosten die Ohrringe? Die Ohrringe? Die sind preiswert. Nur 2 Euro. Das ist wirklich billig, die nehme ich. Theo? Julia? Aber. Aber wie, Wie siehst, siehst du, du denn, denn aus? Ich habe, ich habe dich, dich gar, gar nicht erkannt. erkannt. Ich, äh, ich äh erst du. Na ja, ich habe dich nicht erkannt. Du hast dich so verändert. Stimmt. Ich habe sogar neue Klamotten eingekauft, aber nicht auf dem Flohmarkt. Aha. Wo sind denn deine Tattoos? Hier, ich habe die Tattoos versteckt. Und deine Piercings? Die habe ich abgemacht. Meine Frisur ist auch anders. Das habe ich schon gesehen. Du siehst aber auch ganz anders aus. Du hast ja sogar ein Tattoo. Ist das echt? Nein, nur aufgeklebt. Das sieht aber echt aus, oder? Das Piercing in der Nase ist auch nicht echt. Das kann man leicht abmachen. Und deine Klamotten? Die habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Was sagst du zu meinem neuen Outfit? Sei mir nicht böse, aber ein bisschen komisch ist es schon. Und wie findest du meinen neuen Look? Auch ziemlich komisch. Sag mal, warum hast du dich denn so verändert? Ich habe gedacht, das gefällt dir besser. Und ich will dir doch gefallen. Und du? Warum siehst du so anders aus? Na ja, ich habe auch gedacht, das gefällt dir besser. Na, Na sowas. sowas. <laughs> Ach Enno, du bist auch da? Hi Ronja. Und wie findest du unsere Schulausstellung? Das weiß ich noch nicht. Ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen, aber die Idee finde ich super. Das finde ich auch. Die Ausstellung ist bestimmt interessant. Allein die Idee gestern, heute, morgen. Wir vergleichen unser Leben, wie es früher war, wie es jetzt ist und wie es wohl in der Zukunft ist. Naja, nicht unser ganzes Leben. Natürlich nicht, aber wichtige Teile davon, zum Beispiel die Berufe. Oder die Technik. Bei welchem Thema hast du eigentlich mitgemacht? Bei den Berufen. Das interessiert mich besonders. Vor allem die alten Berufe finde ich so spannend. Berufe, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich habe sogar für die Ausstellung ein Interview erfunden mit einem Handwerker aus dem 17. Jahrhundert. Hey, da bin ich aber gespannt. Und du? Wo hast du mitgearbeitet? Bei den Autos. Für Technik habe ich mich immer schon interessiert. Und natürlich für alte Autos, Oldtimer und so. Finde ich super. Mein Onkel ist Mitglied in einem Oldtimer-Club. Bei Rennen darf ich manchmal mitfahren. Super. Welche anderen Themen kommen denn noch vor? Weißt du das? So viel ich weiß, Verkehr, Luftverkehr. Flugzeuge und so. Super. Dann Telefon, Handys und so weiter, glaube ich. Und sicher auch Computer, Roboter und solche Sachen. Sag mal, da kann man doch bei einem Quiz mitmachen. Ja, du musst aber vorher ein Formular ausfüllen. Aha. Und wie geht dann das Quiz? Bei jedem Thema steht eine Quizfrage. Die Lösung ist eine Zahl. Und diese Zahl musst du eintragen. Und dann? Wenn du die richtigen Lösungen hast und wenn du dann noch ein wenig Glück hast, gewinnst du etwas. Und jetzt müssen wir das Formular ausfüllen. Er ist groß und kann schwere Sachen transportieren. Na? Richtig. Der Lastwagen, der LKW. 2. Es hat zwei Reifen und einen Motor. Na? Richtig, das Motorrad. 3. Dieses Auto bringt mich überall hin, wohin ich möchte. Es gehört mir aber nicht. Na? Richtig, das Taxi. 4. Da können viele Leute mitfahren. Früher haben Pferde die Wagen gezogen. Na? Richtig. Die Straßenbahn 5. Alles zusammen, Straßenbahn, Wagen, Autos, Motorräder, Fahrräder und so weiter, nennt man Nah? Richtig, Verkehrsmittel 6. Hier kann man ziemlich schnell fahren. Nah? Richtig, auf der Autobahn. 7. Hier muss man langsam fahren und aufpassen. Na? Richtig, an der Baustelle. 8. Es steht an der Kreuzung und sagt uns, dass man stoppen muss. Na? Richtig, das Schild, das Stoppschild. 9. Sie kommt, wenn irgendwo etwas passiert ist. Na? Richtig, die Polizei. Ach Mist, wie soll ich denn jetzt telefonieren? Jetzt habe ich wieder kein Kleingeld. Ach so. Hier. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Familie Wiesner. Im Moment ist niemand zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Hallo, Fräulein Weber. Tag, Herr Roland. Wie geht's? Was kann ich für Sie tun? Ich brauche einen Anschluss in Bayerbach. Die Nummer ist 251. Einen Augenblick. Hier ist die Mailbox von Joshua Haller. Bitte eine Nachricht. Hey Josh, warum gehst du nicht an dein Handy? Ruf mich gleich an. Tschüss. Wie startet ein Flugauto? Was hast du gesagt? Weißt du, wie ein Flugauto startet? Senkrecht. Wann hat Ford sein Modell T hergestellt? Was meinst du? Weißt du, wann Ford sein Modell T hergestellt hat? 1913. Welches Auto war 1972 am beliebtesten? Entschuldigung, wie bitte? Weißt du, welches Auto 1972 am beliebtesten war? Der VW Käfer. Wie viele Räder hatte das erste Auto? Wie bitte? Weißt du, wie viele Räder das erste Auto hatte? Drei. Warum ist das Elektroauto sauber? Wie bitte? Weißt du, warum das Elektroauto sauber ist? Weil es elektrisch fährt, ohne Benzin. Was kann das Auto der Zukunft? Was meinst du? weißt du was das auto der zukunft kann es kann selbstständig fahren wann hat karl Benz seinen motorwagen vorgestellt was hast du gesagt weißt du wann karl Benz seinen motorwagen vorgestellt hat 1886 da kommt henry mein zum boxenstopp Nur acht Sekunden für vier Reifen. Und Henry Mein ist wieder auf der Strecke. Na, was ist Henry Mein von Beruf? Richtig, Rennfahrer. Nummer acht. Sieh mal, der Wagen da. Oh je, das Rad ist ja total kaputt. Junge! Ja, Meister? Wir müssen das Rad reparieren. Hilf mir mal. Wir müssen den Wagen anheben. Und? Hau! Ruck! Huch, der Wagen ist aber schwer. Na, was ist der Meister von Beruf? Richtig, Wagner, Nummer 7. Na, Frau Meier, was ist denn? Ach, Herr Leopold, ich habe solche Schmerzen. Haben Sie Ihre Tabletten genommen? Ja, aber es hat nichts genützt. Das tut mir leid. Ich sage dem Arzt Bescheid. Na, was ist Herr Leopold von Beruf? Krankenpfleger Nummer 4. Hallo, Frau Hartmann. Guten Tag, Jerome. Na, was darf denn heute sein? Das Übliche? Haare waschen, schneiden und föhnen? Ja, bitte. Haare schneiden und die Farbe etwas auffrischen. Na, was ist Jerome von Beruf? Richtig. Friseur. Nummer 6. Entschuldigung, bin ich hier richtig? Was ist denn los? Mein Fahrrad macht mir Probleme. Dann bist du richtig bei mir. Was ist denn passiert? Ich bin mit dem Fahrrad hingefallen. Ich habe mich nicht verletzt, aber das Rad fährt nicht mehr gut. Lass mal sehen. Oh je, das Rad hat ja eine Acht. Ich kann das reparieren. Du musst aber dein Fahrrad hier lassen. Na? Was ist der Mann von Beruf? Richtig. Mechaniker. Fahrradmechaniker. Nummer 12. Herr Meisel, wie sieht's aus? Ist der Artikel über die neue Autobahn schon fertig? Ich bin dran, Frau Kloß. Bitte beeilen Sie sich. Sie wissen, die Zeitung muss pünktlich erscheinen. Keine Sorge, der Artikel wird rechtzeitig fertig. Na? Was ist Herr Meisel von Beruf? Richtig, Journalist Nummer 2. Was möchtest du eigentlich mal werden, Ronja? Was ist dein Traumberuf? Ich singe gern, deshalb möchte ich Sängerin werden. Du wirst dir ganz rot, deshalb musst du doch nicht rot werden. Naja, ich möchte mal werden wie Pinky Pink. Das ist mein Vorbild. Aha, wenn du meinst? Was möchtest du eigentlich mal werden, Enno? Was ist dein Traumberuf? Ich interessiere mich für die Raumfahrt. Deshalb möchte ich Astronaut werden. Du wirst ja ganz rot. Deshalb musst du doch nicht rot werden. Na ja, ich möchte mal werden wie Captain Vega aus dem Fernsehen. Das ist mein Vorbild. Aha, ein bisschen komisch ist das schon. Meister Johann, Sie sind Wagner von Beruf. Richtig, schon seit 15 Jahren. War Wagner schon immer Ihr Traumberuf? Ehrlich gesagt, nein. Ich wollte immer Arzt werden, aber das war nicht möglich. Warum war das nicht möglich? Für den Arztberuf musste man studieren, aber ich konnte keine höhere Schule besuchen. Warum denn nicht? Damals durften die Kinder von Handwerkern nicht auf eine höhere Schule gehen. Sie mussten den Beruf des Vaters machen. Und wenn ein Sohn den Beruf des Vaters nicht mochte? Tja, wir konnten nicht wählen. Was sollten wir machen? Enno, entschuldige einen Augenblick. Mein Opa. Hallo Opa, na, was gibt's? Was ist denn los? Aha, den Terminplan des Tennisclubs. Und? Gibt's Probleme mit deinem neuen Computer? Warum kannst du denn die Datei des Tennisclubs nicht öffnen? Ich habe dir den Link doch letztes Mal geschickt, Opa. Richtig, du gibst dein Passwort ein und fertig. Opa? Opa? Jetzt ist er weg. Dann rufe ich eben an. Hallo Opa, was war denn los? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Egal, du weißt dein Passwort nicht mehr. Aber Opa, überleg doch mal. Hast du vielleicht einen Namen verwendet? Omas Namen vielleicht? Alexandra? Gib mal Alexandra ein. So, jetzt drückst du die Enter-Taste. Jetzt musst du die Seite nur noch drucken. Der Drucker funktioniert doch, oder? Alles klar, Opa? Enno, entschuldige einen Augenblick. Mein Opa. Hallo, Opa. Na, was gibt's? Ach, Ronja, ich habe ein Problem. Ich bin so aufgeregt. Was ist denn los? Ich wollte den aktuellen Terminplan des Tennisclubs herunterladen. Aha, den Terminplan des Tennisclubs. Und? Gibt's Probleme mit deinem neuen Computer? Ich kann die Datei des Tennisclubs nicht öffnen. Warum kannst du denn die Datei des Tennisclubs nicht öffnen? Ich habe dir den Link doch letztes Mal geschickt, Opa. Ja, du hast mir den Link geschickt. Aber ich brauche doch ein Passwort. Richtig. Du gibst dein Passwort ein und fertig. Ja, schon. Aber ich weiß mein Passwort nicht mehr. Opa? Opa? Jetzt ist er weg. Dann rufe ich eben an. Hallo Opa? Was war denn los? Ich weiß nicht. Du warst plötzlich weg. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Egal. Du weißt dein Passwort nicht mehr. Ja. Ich habe mein Passwort vergessen. Aber Opa, überleg doch mal. Hast du vielleicht einen Namen verwendet? Omas Namen vielleicht. Alexandra? 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 Ja, vielleicht. Gib mal Alexandra ein. Warte mal. A-L-E-X-A-N-D-R-A. -E so. Jetzt drückst du die Enter-Taste. Gut, ich drücke die Enter-Taste. Es klappt. Jetzt musst du die Seite nur noch drucken. Der Drucker funktioniert doch, oder? Ja, ja, der Drucker geht. Er druckt schon. Alles klar, Opa? Alles klar. Und danke, Ronja. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag, liebe Gäste. Herzlich willkommen zum letzten Tag unserer Ausstellung Gestern, heute, morgen. Wir alle sind sicher, dass diese Ausstellung ein voller Erfolg war. An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Beteiligten meinen herzlichen Dank aussprechen. Und nun kommen wir zu unserem Quiz und zur Auslosung der Gewinner. Ein besonders schöner Preis ist eine Jahreskarte für das Deutsche Museum hier in München. Unser Preisträger kann dann jeden Tag ins Deutsche Museum gehen. <laughs> Mit der U-Bahn ist es ja nicht weit. Hier haben wir schon den ersten Zettel. Stimmt die Lösung? Station A, 9 Punkte, Station B, 4 Punkte. Lösung? Richtig, 26 Punkte. Dieser Preis geht an Ronja Hunold. Was? Ich? Das gibt es ja nicht. Ach Mist, ich gehe doch so gern ins Deutsche Museum. Ich mag doch die alten Autos so gern. Ach Enno, das tut mir leid. Naja, da kann man nichts machen. Weißt du was? Du hast doch bald Geburtstag. Ich schenke dir eine Eintrittskarte fürs Deutsche Museum. Und wir gehen zusammen, okay? Herr Evers, Sie wollten was mit uns besprechen? Ja, ihr wisst, demnächst gehen wir auf Klassenfahrt. Wow! Super! Wir sollten also gemeinsam überlegen, wohin wir fahren und was wir machen wollen. Wir haben fünf Tage Zeit. Wir fahren am Montag los und kommen am Freitag wieder zurück. Ja, Hanna? Mir ist es egal, wohin wir fahren. Das heißt... Nicht ganz egal. Am liebsten würde ich in eine Großstadt fahren. Da könnte ich dann ganz toll shoppen gehen. Kommst du mit Noah? Mensch, Hannah. Wir fahren doch nicht auf eine Einkaufsfahrt. Noah, du bist doof. Was würdest du denn gern machen, Sophie? Ich würde auch gern in eine interessante Stadt fahren. Dann könnten wir die Stadt besichtigen, ins Kino oder Theater gehen und so. Und ich hätte gern Zeit für mich. Wenigstens einen Nachmittag. Dann könnte ich ein Museum oder eine Ausstellung besuchen. Dazu hätte ich Lust. Über einen freien Nachmittag müssen wir sowieso noch reden. Also weiter, ich sehe schon, Alex und Linus sind nicht deiner Meinung. Also, Alex? Wir würden gern irgendwo hinfahren, wo man sportlich sein kann. Zum Beispiel in die Berge. Da könnten wir wandern oder Bergsteigen. Oder wir fahren an einen See zum Schwimmen. Was sagst du dazu, Linus? Stimmt, Alex. An einem See könnte man zum Beispiel auch mit dem Schiff fahren. Hättet ihr nicht Lust dazu? Was meinst du, Noah? Ihr beide wollt also gar nicht in eine Stadt, oder, Linus? Na ja, ganz so ist es auch nicht. Ich würde zum Beispiel gern ein tolles Konzert besuchen. Rock, Hardrock, Pop, was es halt so gibt. Und das könnte man in der Stadt sicher besser. Und du, Noah, als Klassensprecher? Du hast noch gar nicht gesagt, was du gern machen würdest. Naja, ich finde alles interessant. Ich hätte einen Vorschlag. Könnten wir nicht etwas finden, wo man all diese Sachen machen kann? Ich hätte eine Idee. Wir könnten doch an die Nordsee fahren. Was willst du denn an der Nordsee? Naja, schwimmen, wandern und so. Oder wir fahren auf die Insel Rügen. Dazu hätte ich Lust. Und was machen wir auf der Insel? Schwimmen, wandern. Ich hätte einen Vorschlag. Wir könnten an den Bodensee fahren oder in die Alpen. In den Alpen kann man wandern. Und was noch? Am Bodensee kann man schwimmen, wandern, Schiff fahren. Immer nur Natur. Würdet ihr nicht gern mal nach Berlin fahren oder nach Hamburg? In Berlin oder in Hamburg kann man nämlich toll shoppen gehen. Oder ins Theater, ins Museum und. Außerdem gibt es in Berlin zum Beispiel Seen, zwei Flüsse und Wälder. In Berlin gibt es für alle etwas, Natur und Kultur. Und Berlin ist unsere Hauptstadt. Also, ich bin für Berlin. Wer noch? Ich, ich, ich. 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 Also, auf nach Berlin. 1. Die Unterkunft buchen. 2. Theaterkarten bestellen. 6. Das Wochenprogramm planen. 8. Zugtickets kaufen. 9. Sitzplätze im Zug reservieren. 3. Die Koffer packen. 4. Kamera oder Smartphone einpacken. 5. Einen Reiseführer von Berlin kaufen. 7 einen Krimi einpacken 10 kontrollieren ob der pass oder ausweis gültig ist ich glaube wir sind mit unserer planung am ende und ich danke allen für ihre vorarbeit das hat wirklich alles gut geklappt alex und sophie fangt ihr mal an also wir haben uns über die unterkunft informiert das jugendhotel wird von herrn evers gebucht Genau. Und wir haben uns um die Anreise gekümmert. Wir fahren ja mit dem Zug, das ist klar. Die Zugtickets werden gekauft und die Plätze im Zug reserviert. Jetzt sind Sie wieder dran, Herr Evers. Klar, das mache ich. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Aber wie kommen wir von hier nach Stuttgart zum Bahnhof? Wir werden um 8 Uhr an der Schule abgeholt und zum Bahnhof gebracht. Ach so, so okay, okay super. Klar, super. Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht wie das in Berlin weitergeht. Meiner Meinung nach sollten wir in Berlin nur U-Bahn und S-Bahn benutzen. Gute Idee. Also in Berlin werden nur öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Ach übrigens, in Berlin werdet ihr in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe wählt ihren Gruppenleiter. Er ist verantwortlich gegenüber der Klasse. Und wie sieht es mit dem Wochenprogramm aus? Das Wochenprogramm wird bald besprochen. In Berlin werden öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Wir werden an der Schule um 8 Uhr abgeholt und zum Bahnhof gebracht. Das Jugendhotel wird gebucht. Die Zugtickets werden gekauft. Ihr werdet in Berlin in Gruppen eingeteilt. Ein Gruppenleiter wird gewählt. Die Plätze im Zug werden reserviert. Das Wochenprogramm wird bald besprochen. Sag mal, wo ist denn mein Koffer? Das weiß ich doch nicht. Du hast ihn unter den Tisch gelegt. Er liegt aber nicht unter dem Tisch. Weißt du, wo meine blauen Schuhe sind? Keine Ahnung. Ich glaube, du hast sie in die Ecke gestellt. Jetzt stehen sie aber nicht mehr in der Ecke. Mein kleiner Teddybär von Kai ist weg. Du und dein Teddy. Du hast ihn auf das Bett gesetzt. Er sitzt aber nicht auf dem Bett. Dann weiß ich es auch nicht. Mein süßer Papagei von Jan ist weg. Du und dein Papagei. Du hast ihn ans Fenster gesetzt. Er sitzt aber nicht am Fenster. Dann weiß ich es auch nicht. Sag mal, wo ist denn mein neues Tablet? Das weiß ich doch nicht. Du hast es in den Schrank gelegt. Es liegt aber nicht im Schrank. Weißt du, wo meine rote Tasche ist? Keine Ahnung. Ich glaube, du hast sie neben den Stuhl gestellt. Jetzt steht sie aber nicht mehr neben dem Stuhl. Hört mal bitte alle zu. Also, wir sind in unserer Unterkunft angekommen. Es ist ein wunderschönes Jugendhotel, wie ich finde. Danke nochmal an alle, die das Hotel im Internet ausfindig gemacht haben. Aber wie überall gibt es auch hier Regeln, an die man sich halten muss. Frühstück gibt es von halb acht bis halb zehn. Ich würde vorschlagen, wir frühstücken um acht. Was? Um acht Uhr so früh? Dann können wir um neun Uhr losgehen. Sophie, dann musst du mich um sechs Uhr wecken, sonst werde ich nicht wach. Ich soll dich um sechs Uhr wecken? Bist du verrückt? Bitte kommt alle pünktlich zum Frühstück. Ja, ja. Okay. okay. Sophie, du musst zuerst ins Bad gehen. Warum? Du musst doch duschen und die Zähne putzen. Das dauert sicher eine Weile. Dann kann ich noch ein bisschen länger im Bett bleiben. Aha. Ich putze aber meine Zähne nach dem Frühstück. Hanna, Sophie, habt ihr etwas nicht verstanden? Nein, nein. nein alles, alles klar. klar. Also nochmal. Nach dem Frühstück gehen wir los. Während des Tages sind wir immer unterwegs. Das Mittagessen nehmen wir irgendwo unterwegs ein. Aber zum Abendessen sind wir immer zurück. Zweimal die Woche, am Dienstag und Donnerstag, gehen wir abends aus. Ja, super. 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 Ja, gut. Klasse. Und denkt daran, ab 10 Uhr abends gilt Nachtruhe. Ist ja gut. Ja. Okay. Noch Fragen? Ja, alles klar. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Stadtrundfahrt durch unsere schöne Hauptstadt Berlin. Unsere Fahrt beginnt am Kurfürstendamm. Die Berliner sagen Kudam dazu. Diese schöne breite Straße ist eine bekannte Einkaufsstraße. Berühmt ist das KDW, das Kaufhaus des Westens, wo man alles bekommt, was man sich nur vorstellen kann. Wir kommen jetzt zum Potsdamer Platz. Er ist das Zentrum des neuen Berlin mit vielen Hochhäusern, wie Sie sehen. Jetzt sind wir im Ostteil der Stadt. Der Gendarmenmarkt entstand bereits im 17. Jahrhundert und ist vielleicht der schönste Platz Berlins. Auf der Südseite des Platzes steht der Deutsche Dom und gegenüber auf der anderen Seite der französische Dom. Nun kommen wir zum Alexanderplatz, von den Berlinern einfach Alex genannt. Wichtig ist hier der Fernsehturm. Der Turm ist 365 Meter hoch und bietet einen tollen Blick über die ganze Stadt. Jetzt sehen Sie das Brandenburger Tor, das wohl berühmteste Bauwerk Berlins. Das Brandenburger Tor ist das Wahrzeichen der Stadt. Es ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Vielleicht haben Sie Zeit und können einmal zu Fuß durch das Brandenburger Tor gehen. Wir kommen jetzt zum Regierungsviertel. Der Reichstag ist Sitz des deutschen Parlaments, dem deutschen Bundestag. Die Glaskuppel oben auf dem Dach ist neu. Zwischen dem Reichstag und der Spree liegt das Bundeskanzleramt. Nun kommen wir zum Schloss Bellevue. Das ist der Sitz des Bundespräsidenten. Nach einer kurzen Fahrt durch den Tiergarten sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Hier ist unsere Rundfahrt beendet. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben einen ersten guten Eindruck von unserer Hauptstadt bekommen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Berlin. Ich freue mich, dass ihr mit mir am Prenzlauer Berg shoppen geht. Naja, eigentlich wollte ich zum Wannsee. Egal. Mir würde der Wannsee auch gefallen. Aber wann kann man schon mal in einer Großstadt shoppen gehen? Ich glaube, zum Prenzlauer Berg muss man hier umsteigen. Wartet mal. Ich gehe zum Schalter und frage die Auskunft. Zum Prenzlauer Berg fährt die S3. Die S3 hält da drüben. Hier ist doch der richtige Bahnsteig. Nein, wir müssen am Bahnsteig gegenüber einsteigen. Quatsch. Hier kommt schon die S-Bahn. Los, rein. Wannsee, bitte alles aussteigen. Wie bitte? Wannsee? Es war der falsche Bahnsteig. Wir hatten doch recht. Und jetzt? Jetzt gehen wir an den See und sehen uns die Landschaft an. Und unsere Shoppingtour? Uns gefällt es hier. Wir fahren nicht zurück. Stimmt, es ist eigentlich ganz schön hier.